Hallo Leute, schön auch, dass ihr euch auf meinem Kanal anfindet. Nach langer Zeit wieder ein bisschen Bewegung auf meinem Kanal. Das ist immer mal was ganz anderes, als was ich früher gemacht habe. Früher habe ich Videos gemacht zum Thema vegane Lokalitäten. Mein besten Kumpel, dem Henk, zusammen in Frankfurt am Main. Da sind zwei, drei Videos online. Das war halt ein Hobby nebenbei. Jetzt habe ich tatsächlich beschlossen, ein neues Projekt anzufangen, in dem ich Rezepte nachkochen werde, eigene Rezepte entwickle. Vieles wird vegan, vegetarisch sein, manches auch ganz normal omnivor. Und alles wird so einen gewissen eigenen Touch von mir kriegen. Hauptsächlich wird es wahrscheinlich Essen aus den asiatischen Ländern, aus den asiatischen Kontinenten geben, wo ich euch dementsprechend zeigen werde, wie das hier köchelt. Ja, ihr seht meinen Weißkocher. Oh, auch noch ein bisschen. Dementsprechend. Heute fangen wir mit dem ersten Gericht an. Es ist ein Kichererbsen-Curry. Ich habe es aus einem Rezept im Internet entnommen. Ursprünglich war es ein Linsen-Curry. Beim Einkaufen habe ich leider keine Linsen mehr gekriegt und 24 Stunden warten hatte ich keine Lust, weil ich habe Hunger. Passiert. Dementsprechend habe ich es ein bisschen abgewandelt. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei zuzuschauen, wie ich das mache. Und vielleicht habt ihr auch mal Bock, das nachzukochen. Wir sehen uns gleich. Leute, für unser leckeres Kichererbsen-Curry, was ich heute zubereiten werde, brauchen wir relativ wenig Zutaten. Zum einen habe ich Tiefkühlspinat besorgt. Ingwer haben wir in der WG irgendwie immer da. Knoblauch ebenso. Wir brauchen nicht alle vier Zwiebeln. Ihr könnt ganz normale, die normalen weißen Zwiebeln nehmen. Ich liebe eher die roten Zwiebeln. Wir brauchen mindestens eine Dose gehackte Tomaten. Da ich jetzt für ein paar Leute mehr koche, habe ich vier Dosen Kichererbsen stehen in dem kleinen Tütchen. Seht ihr, richtig geil, getrocknete Chilis. Das wird also richtig hot werden. Kümmel, Zimt, ein bisschen für die feine Würze. Den Reis koche ich gleich in meinem Lieblingskocher und Kokosmilch, um es geschmacklich abzurunden. Tatsächlich kann man die Zutaten variieren. Grundzutaten sind halt immer Kichererbsen und Spinat und Tomaten. Da wir in der WG tatsächlich noch ein bisschen Gemüse, Ofengemüse übrig haben, das sind Kartoffeln und Blumenkohl, soweit ich sehen kann, werden wir das auch gleich mit verwursten. Und ja, damit kommen wir tatsächlich schon zum nächsten Schritt. So, da kommen wir tatsächlich schon zum nächsten Schritt. Wir werden erstmal die Zwiebeln schneiden in kleine Würfelchen oder in Stückchen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt letztendlich. Ich werde erstmal... Pellen ist halt echt nicht meine Stärke von den Dingern. Ich freue mich lieber den Geschmack der roten Zwiebeln ganz einfach. Sie sind irgendwie ein bisschen... Also ich finde die tatsächlich ein bisschen süßer vom Geschmack her als die normalen... Ich weiß nicht, ob man das Salatzwiebeln, I don't know, diese weißen Zwiebeln, also ihr wisst, was ich meine. Ne, die man auch irgendwie in jedem Teil der deutschen Küche teilweise findet. Ich bin nicht so der Fan von roten Zwiebeln, muss man sagen. Also ich mag den Geschmack nicht, der ist mir teilweise zu bitter. Selbst bei den roten auch, wenn ich die lieber esse. Aber super. Aber angebraten, zum Beispiel die roten nehme ich gerne, die karamellisiere ich sehr gerne. Und packe die gerne zum Beispiel auf selbstgemachte Burger und so drauf. Genau. Fangen wir so an. Ich mache die ein bisschen grob stückig. Wenn dann, weil das kocht eh ein. So. Die nächste. Huch, da fliegt das Glas weg. Kleiner machen. Kann ich schon. Also auf jeden Fall einen Haufen Zwiebeln, die wir am Ende haben. Deswegen, also ich habe tatsächlich ein Rezept aus dem Internet genommen, einfach just for fun. Da ich gern asiatisch koche, ich bin tatsächlich asiatischer Herkunft, beziehungsweise schrecklich thailändischer Herkunft. Und das Rezept ja, kommt mehr oder weniger eigentlich aus dem indischen Bereich. Aber ich liebe einfach sehr geile Curries. Ist ja Curries einfach Liebe. So, ich setze Zwiebel. Also das noch tränt das nicht. Das beruhigt mich schon mal. So. Das Stückchen hier noch. Perfekt. Haben wir schon mal einen Riesenberg Zwiebeln. Den packen wir erstmal zur Seite. So, jetzt kommt das nächste Geile.
Chilis. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Vom Getrockneten kommen die richtig gut zur Geltung. Da ich eine Wiege habe, die sehr, sehr gern scharf ist, nämlich ein bisschen vier Schötchen. Hört ihr das? Ich glaube, das Messer ist nicht so das geilste dafür, aber Hauptsache Stückchen. Man sollte sich jetzt nur nicht, naja, nicht die, nicht die Finger ins Gesicht reiben. Das wäre halt keine gute Idee. Und ebenso sollte ich jetzt nicht auf Toilette gehen. Wir mixen das hier einfach mit runter. So. Normalerweise kommt jetzt auch noch der Ingwer. Den werde ich jetzt aber nicht schneiden und in Stücke schneiden. Den Ingwer werde ich letztendlich zu dem ganzen Haufen hier mit in die Pfanne tun und einreiben, wenn ich unsere Reibe finde. So, last but not least, eine Zwiebel, komm auf Zwiebelzehe, eine Knoblauch, die schon Wurzeln geschlagen hat, ist aber kein Problem, finde ich zumindest. Vielleicht kann mir einer von euch verraten, ob sie es geschmacklich verändert. Ich glaube, die sind dann latent etwas intensiver. So, bisschen Platz machen. Man sieht mich rumwurschteln und ich finde das mal ganz geil. Man die Schale nicht ab, ich mache das immer ganz gerne. Ich habe auch mal mit Messer Nachhilfe. Dann kann man die Schale so ein bisschen besser abpellen. Ja, wie komme ich eigentlich auf das Rezept? Habe ich das schon gesagt? Ja, ich liebe Curries. Ich glaube, mehr braucht man nicht zu sagen. Die meisten meiner Curries, die ich koche, sind mehr so aus dem indischen Bereich, aber ich liebe es so. Ein klassisches Thai-Curry, da habe ich tatsächlich sogar noch Gewürze da. Wenn meine WG das nicht leer gemacht hat. Nein, Spaß, alles gut. Ich benutze auch für meine Curries auch gerne zum Beispiel solche Pasten. Massaman-Curry ist halt mehr so aus dem indischen Bereich, beziehungsweise. Ja, kann ich auch für Thai Curry nehmen. Ich habe normalerweise noch ein Paket mit rotem Currypaste da. Ja, genau, die habe ich hier. Man lasse mich kurz im Buch stillen. Das ist dann die hier. Das ist mal ganz geil. Meistens reicht da vielleicht ein, zwei Esslöffel, je nach Menge, um naja, das Geschmacksergebnis zu erzielen, das man haben möchte. So, aber kommen wir jetzt weiter zum Knoblauch. Ich finde, Knoblauch kann nie genug drin sein. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass er durch die. Das mag ich einhändig. Finde ich es gar nicht so schlimm, dass er vielleicht sogar schon ein bisschen Triebe Triebe hat sprießen lassen. Ein bisschen Obst mache ich auch mit rein. Chaos-Küche bei Captain Foodie. Ich merke das hier schon. Perfekt. Genau. Damit kommen wir auch gleich schon zum nächsten Schritt. Das wird alles in eine, das wird alles in eine Pfanne gegeben und erstmal angedünstet. Kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Wie ihr seht, bis jetzt ist es gar nicht viel Schnibbelei. Es ist wirklich nicht viel Aufwand, finde ich zumindest. Im Prinzip kann das jede Person, die ein Rezept lesen kann oder sich vorlesen kann oder ein Rezept nachvollziehen kann. Ich habe jetzt, nicht verzeiht ein bisschen, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen zur Seite gehe, denn unser kleiner süßer WG-Kater, den Kalle, macht manchmal ein bisschen Unsinn und ist immer sehr, sehr neugierig. Vielleicht seht ihr ihn ja in einem der zukünftigen Videos auch nochmal. Also ich habe hier schon mal eine, ja, eigentlich ist es kein Wok, aber eine Wokpfanne so ein bisschen warm gemacht, beziehungsweise darin kommt, wie soll ich sagen, ihr könnt Pflanzenöl nehmen, also ihr könnt Kokosnussöl nehmen, ihr könnt Erdnussöl nehmen. Hauptsache, es ist ein pflanzliches Öl. Ich habe jetzt hier etwas Sonnenblumenöl genommen, weil ich leider gerade nichts anderes da habe. Ich habe es mega verpeilt. Macht einen bisschen guten Schuss rein. Schwenkt ein bisschen, damit sich das Öl so ein bisschen in der Pfanne verteilt. Ihr seht, die Pfanne hat schon einiges hinter sich. Aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Warten wir mal kurz, bis es warm wird. Ich habe es aufgepumpt. Ne? Kalle trinkt aus dem Spüler, sehr schön.
Katzen sind toll, ich liebe Katzen. Ein Tripod, alles klar. Ja. Habt ihr Tiere? Ich liebe Tiere. Ich liebe Katzen. Kalle. Ich schnapp mich jetzt mal. Mal die Zutaten, das sind mal die Gewürze. Das heißt, kommt auch noch mal Zimt, Kümmel noch mal mit rein. Ihr könnt ja auch so die Billigmarken, was das billig, ich weiß gar nicht, ob die so billig sind, aber die waren schon da. Zum Beispiel hier, das ist Kümmel, genau. Ganzen Kümmel könnt ihr nehmen. Ich habe zum Beispiel einen ganz billigen für Zimt, auch den ganz normalen Streuer. Salz, Pfeffer, die gängigsten werden wahrscheinlich da sein. Auch da seid ihr ja relativ flexibel in dem, was ihr an Gewürzen reinmacht. Ja, es ist ja alles nach eurem Geschmack letztendlich. So, schau mal, wie heiß das schon ist. Ich schmeiße aber mal ins Video. Ja, muss noch ein bisschen. Ich liebe es auch so, wie es langsam dann heißer wird. Noch ein bisschen das Öl schwenken. Wie gesagt, das ist wichtig, weil damit es ein bisschen mehr Geschmack reinkriegt. So, ja, und Kalle trinkt schon Wasserspüle. Kalle muss Wasserspüle trinken. Oh Mann. Ihr merkt, ich habe keine Erfahrung mit Videos, aber mir macht Kochen Spaß. Ich liebe Kochen. Ich liebe es auch, für viele Leute zu kochen. Für mich alleine lohnt sich das teilweise gar nicht. Da muss ich gestehen, da bin ich so der Fan, dann koche ich auf Vorrat oder mache mal fertig essen. So, wenn man die Spoons dafür nicht hat, groß zu kochen für sich selber, ist das völlig okay. Manchmal ist es aber so, dass ich auch für die WG ein bisschen was koche. Und dann koche ich zwar auch im Vorrat, aber hält nie länger als ein, zwei Tage letztendlich. So, es knuspert und knorselt schon mal ganz leicht. Sehr geil. So, und das lassen wir erstmal ein bisschen andünsten. Könnt theoretisch, wenn ihr schon wollt, auch in der Phase schon so ein bisschen die Gewürze reinmachen. Kann nur sein, dass sie einfach kochen, deswegen empfehle ich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen zu warten, bis ihr jetzt zum Beispiel jetzt den Zimt und den Kümmel noch mit reinmacht. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch den Majoran hier habe. Oregano, ja. Auch wie gesagt, alles Geschmackssache letztendlich. Theoretisch könnt ihr auch einfach, ich habe irgendwie noch einen Salzstreuer voll mit, nennt sich Asia-Gewürz. Aus Koriander drin, den kann man überhaupt brauchen. Ist dann halt sowas. Uff. Ob ihr das. Na, nimmt er das jetzt hier? Ja, der Fokus ist ein bisschen schwierig. Also, ob ihr das dann wirklich nehmt, bleibt euch überlassen. Muss aber nicht sein. Hört ihr das? Richtig geiles Geräusch, oder? Ein bisschen andünsten. So, ich komme jetzt mal zum Abfahren. Genau, was ich noch wollte, ist den Ingwer mit reinzureiben. Aus meiner Reibe. Habe ich erwähnt, dass ich rosa liebe. Die Reihen immer so gut sind. Ah, komm schon. Ja, geil, so will ich das sehen. Meine Güte. Irgendwas gesund, gerade bei diesem Erkältungswetter. Kann das nicht schaden, mit eurem Immunsystem so ein bisschen zu stärken. Schön mit Chili zusammen desinfizieren. Perfekt. Geil. So muss es aussehen. Oh, wenn ihr wisst, wie ihr selbst schon hier richtig duftet, ne? Ohne Scherz ist es mega geil. So, ich könnte ein bisschen aufbauen, perfekt. So, auch mal ein bisschen in die Kümmel rein. Ein bisschen Zimt.
Ein bisschen Koriandermischung. Perfekt. Also jetzt wird schon hoch, ne? Und dann wird es ziemlich ein bisschen weihnachtlich noch dazu. Das lassen wir jetzt ein bisschen dünsten. So, ihr seht, inzwischen hat die ganze Mischung eine relativ schöne Farbe gekriegt. Kommen wir auch zum nächsten Schritt. Wir können die gehackten Tomaten reinmachen. Habe ich mir für die ganze Dose so billig gehackte Tomaten. Einfach mit rein. Ja. Und heben das ein bisschen unter. Hat jetzt schon richtig geile rote Farbe. Wird es nachher noch ein bisschen ändern. Ein bisschen köcheln lassen. So, jetzt kommt es sich. Ich muss das jetzt ein, zwei Sekündchen nämlich haben kochen lassen. Kommt jetzt nämlich ein bisschen Kokosmilch dazu und ein bisschen Wasser. Ich werde jetzt Wasser halt. Boah, ich habe kein Glas, ich habe einfach so eine leere Dose. Wird die Hälfte voll. Dann kippen wir das ganz gemächlich hier rein. Geil. Einfach geil. Und natürlich jetzt Kokosmilch, ich habe die normale genommen. Ihr könnt natürlich auch fettfrei nehmen. Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen fett reduziert. Aber so kippen wir jetzt eh alles rein. Ich bin Rechtshänder, das ist schwierig. So ein bisschen runterlöffeln. So ein bisschen aufkochen lassen. Also über Flüssigkeit brauchen wir uns natürlich bei dem Gericht keine Sorgen zu machen, da ist genug Flüssigkeit drin. Zum einen, weil ich jetzt noch die tiefgefrorenen Spinat noch mit reinkippen werde und zum anderen, weil ich noch die Kichererbsen reinhauen werde. Die haben alle für sich schon genug Flüssigkeit in sich. Ihr könnt an die Leute, die vielleicht vegan sich ernähren oder ernähren möchten, ihr könnt auch die Kichererbsen in Saft aufbewahren. Ich habe gehört, daraus kann man auch tolle Dinge machen. Ich glaube, sowas wie Schlagsahne. Es kann auch sein, dass ich mich gerade ein bisschen täusche. Aber ich finde es halt cool im Vergleich jetzt wie zu früher, was für Möglichkeiten es gab oder gibt, jetzt inzwischen vegan sich zu ernähren. Natürlich im Rahmen der eigenen Möglichkeit. Manche sind so, die Ersatzprodukte sind relativ teuer. Meistens, weil es auch zum Glück günstiger wird. Oder ihr macht viel selber aus regionalen Zutaten. Finde ich auch immer ganz geil. Ich zum Beispiel im Flexitag, ich esse gerne mal Fleisch, immer noch, aber nicht mehr so oft. Und das Kochen ist für mich halt nicht mal, macht Spaß natürlich, aber ich habe auch einfach nicht Energie dafür. Kalle! aber ist trotzdem ganz geil, finde ich. Zwischendurch mal zu kochen. So, köchelt das jetzt? Ja, geil. Als ihr über diese riesigen Stücke Zwiebeln wundert und gedacht, das wird später noch 20, 25 Minuten mindestens geköchelt. Und dementsprechend wird es so hauchzart, es schmeckt dir gar nicht mehr. Also, vielleicht auch für Kinder geeignet. Dann lassen wir es mal. Huch, wo fällt mir das rein? Genau, das war Kalle. Lassen wir das mal ein bisschen köcheln, dann haben wir es gleich wieder. So, zwischen köchelt das ein bisschen, deswegen werde ich jetzt die Linsen mal hinzugeben. Ob ich erstmal eine 2 Dosen nehme. Oder wie gesagt, kommt noch Spinat mit rein. Letzten Dinger. Aber sieht schon sehr, sehr geil aus, finde ich. So, und da ich das alles gern verkoche, haue ich nämlich jetzt noch den Spinat mit rein. Klatsch, klatsch, klatsch. Und der kann dann dementsprechend ganz entspannt mitköcheln.
Also ihr seht, es ist auf jeden Fall reichhaltig. Reichhaltig. So, das lassen wir jetzt ein bisschen kochen. Das heißt, da kommt jetzt erstmal gleich ein Deckel drauf, wenn ich unseren Deckel hier finde. Ihr seht, ich bin super vorbereitet. Und da habe ich unseren Deckel gefunden. Wie gesagt, das lassen wir erstmal hier so weit drauf. Lassen das sagen wir 10, 15 Minuten lang köcheln. Und ich würze es dann später nochmal nach und dann zeige ich euch später das Ergebnis. So, ihr seht schon, das köchelt schon ziemlich, ziemlich geil. Und ich hätte es tatsächlich fast vergessen. Wir haben hier noch Ofengemüse. Selbst gemacht. Kartoffeln, rote Beete, glaube ich, ist auch noch drin. Blumenkohl. Da können wir jetzt auch noch ein bisschen was reinmachen. Muss dann nicht alles mitkommen, die Kartoffelchen. Also es wird richtig, richtig geil, ohne Scherz. Kann auch das Mixen auch mal kurz mit unter. Man kann jetzt auch nochmal eine Runde mitköcheln. Also es ist auf jeden Fall kein Essen für die leichte Hüfte sozusagen. Aber es ist egal, es wird richtig, richtig episch schmecken. So. Dann lassen wir das gleich mal ein bisschen einkochen. Ich muss mal kurz mal umrühren. Ja, Endergebnis. Kommt später. Hallo, liebe Leute, sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Nach inzwischen 20, 25 Minuten Köcheln und wo man Reis auch eigentlich fertig gekocht hat, präsentiere ich das Endergebnis. Sieht das nicht wunderschön aus, diese Farben? Wenn ihr wisst, wie es jetzt gerade duftet. Einfach wild, auf jeden Fall richtig, richtig wild. So, ich habe mir jetzt Portion gegönnt. Werde ich jetzt mal. Huch, man sieht meinen Schatten. Mal probieren. Prost. Oh. Einfach zu geil. Ohne Witz. Ich kann das nur empfehlen. Kocht das nach. Probiert es. Spielt ein bisschen vielleicht mit der Würzung. Ich habe nicht noch ein bisschen Chili reingemacht im Nachhinein, weil ich es ein bisschen schärfer mag. Meine WG auch. Wenn es euch zu wenig Flüssigkeit ist. Könnt ihr vielleicht mal mit Kokosmilch auffüllen, damit auch die Schärfe ein bisschen weniger ist. Könnt ihr mit Wasser nochmal auffüllen, um die Schärfe ein bisschen zu strecken. Könnt mit dem Gemüse spielen, was ihr reinmachen wollt, das bleibt euch überlassen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!